ein weiterer Grund für Gereiztheit und Genervtheit kann darin bestehen, dass in dir ein gewisser Trauerprozess nicht stattgefunden hat. Und was meine ich jetzt damit? Also wenn du zum Beispiel einen Traum begraben musstest, du wolltest vielleicht mal Hockeyspieler werden, du wolltest vielleicht mal Model werden, du wolltest Friseurin werden oder selbstständige Unternehmerin oder. Und du hast diese Träume begraben und jetzt rumort es noch in dir, weil du hast nicht wirklich um sie getrauert. Du hast sie nur kurz so verscharrt oder einfach nur links liegen lassen, aber es gärt. Dann heißt es, dass du häufig innerlich eigentlich noch etwas Unmögliches verlangst. Sagen wir, du wolltest irgendwann mal Hockeyspielerin werden, Hockeyspieler, jetzt bist du 50, das mit der Karriere wird nichts mehr. Mit der Selbstständigkeit, vielleicht stehst du 5 Jahre kurz vor der Rente, du sagst so, jetzt werde ich hier vielleicht meinen Beamtenjob nicht hinwerfen, die 5 Jahre, die ziehe ich jetzt noch durch, alles andere wird gar keinen Sinn machen für mich. Ja, aber wenn du das nie, den Traum begraben hast und wenn du nie wirklich aktiv dich entschieden hast, wenn das eine sogenannte degenerierte Entscheidung ist, also eine Entscheidung, die nicht wirklich getroffen wurde, dann rumort das eben weiter in dir und führt zu dieser Gereiztheit. Und bei vielen Menschen, wenn man auch sagt, der ist verbittert, dann bedeutet das, dass diese verpassten Chancen und diese nur nicht wirklich losgelassen, sondern nur verdrängten Träume, die nicht wirklich liebevoll beigesetzt wurden, dann wird der Mensch immer verbitterter und verkniffener. Und man sieht es ihm an den Falten an und an der Stirn und so weiter und so weiter. Okay? Also, das heißt, überprüfe für dich auch, hänge ich irgendwo noch fest und verlange etwas Unmögliches? Bin ich vielleicht auch ungeduldig mit mir? Du kennst vielleicht den chinesischen Spruch, wo es heißt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Dass die Gereiztheit daher kommt, dass du mit dir ungeduldig bist, dass du nicht sagst, okay, ich lerne jetzt Englisch und das dauert einfach so lange, bis ich dorthin gekommen bin, wo ich hin will, bis ich das kann, soweit, wie es mir Spaß macht. Und wenn du da ungeduldig bist, auch dann entsteht diese Genervtheit mit dir selbst. Aber da sind wir wieder bei den Zielen und Normen, die du vielleicht verinnerlicht hast, wo du einfach von dir zu viel verlangst, weil es der Pastor gemacht hat, weil es irgendwo in der Cosmopolitan so stand, dass du das können musst. Und dann geht es darum, das auch in Frage zu stellen, weil erst dann, wenn du dazu deine eigenen Meinung findest und sagst, so, da bin ich, die und die bin ich und so schnell lerne ich und ab dann wird es für mich eine Überforderung, dann erst, wenn du dort zu dir stehst, dann verschwindet die Gereiztheit und du wirst ausgeglichen und ruhig. Gut, dann kommen wir noch zu einem weiteren großen Bereich im Zusammenhang mit Gereiztheit und Genervtheit. Und zwar ist es der Bereich Überforderung bzw. Unterforderung. Okay? In beiden Fällen, bei Überforderung und Unterforderung, geht es um deine gesunden Grenzen. Okay? Dass du dein Lerntempo findest, dass du dein Arbeitstempo erfühlst und dich danach richtest, dass du genügend Schlaf hast, dass du dich einfach an das hältst, was deine Intuition dir zurückmeldet, was dir gut tut. Intuition bedeutet, du bist dein eigener Meister, deine eigene Meisterin und du hältst dich an das, was wirklich für dich fühlbar und erlebbar ist und nicht einfach nur an irgendwelche Konzepte, die du in irgendeiner Boulevardzeitschrift gelesen hast oder auch mit der die Wissenschaft daherkommt und du sagst, ja, aber ich kann da nicht dran anknüpfen. Wenn du diese Grenzen missachtest, dann wirst du missmutig. Du kennst das vielleicht, du kommst irgendwo auf eine Behörde und ich meine, ich habe in letzter Zeit eigentlich wirklich sehr, sehr freundliche Beamten getroffen, muss ich wirklich sagen, sehr hilfreich. Ich glaube, ich verbreite auch mittlerweile wirklich gute Laune und diejenigen, die vielleicht missmutig sind, die werden dann besser gelaunt, wenn ich auftauche. Anyway, du kennst es sicher, du kommst irgendwo hin, eine Behörde und der Beamte ist ausgesprochen missmutig. Ja, warum? Weil er sich ständig, eigentlich über Jahre dazu zwingt, etwas zu tun, was er nicht will. Wir kennen das auch aus der Schule. Ein Lehrer, dem sein Job zuwider ist, der am liebsten in Vorruhestand gehen will oder für den dann Burnout, der Schleudersitz ist.
und so weiter. Alles verständlich, denn ich würde den Job auch nicht machen wollen in der Form, bei dem Lehrplan und mit diesem Schulsystem. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, hier geht es wirklich um dein Selbstmanagement, ja, deine Selbsterforschung und dass du mit dir in Harmonie kommst. Okay? Und deswegen immer wieder, kehren wir zurück zum Anfang, wenn du missmutig, verstimmt, schlecht gelaunt, gereizt bist, dann heißt das, du verstößt gegen deine Wahrheit. Jetzt müssen wir eins noch klarstellen. Die Heilung, in Harmonie zu kommen, die verläuft jetzt von innen, von deinem Inneren nach außen. Das heißt, zunächst bist du vielleicht nur übellaunig und missmutig. Ja? Aber das Ganze, das Gefühl, das Paket bleibt in dir stecken. Und du bist wie so eine Art Stinktier, das sich die Leute mit dieser schlechten Laune vom Leib hält. Okay? Und dadurch setzt du indirekt eine Grenze. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du so missmutig bist, heißt das, du setzt die Grenze, die du dich nicht traust, vielleicht zu verbalisieren und offen zu kommunizieren, die setzt du unterschwellig, indem du sagst, lasst mich alle in Ruhe, kommt mir nicht zu nah, geht mir nicht auf den Sack, und das strahlst du aus. Und die anderen Leute merken das natürlich auch und werden sich ein Stück weit von dir fernhalten, und am Ende bist du vielleicht einsam, isoliert und wunderst dich, wieso eigentlich? Okay? Heilung geht von innen nach außen. Das heißt, erstmal kommt dieser Stinktiereffekt, und dann, wenn du jetzt aggressiv bist und wütend, dann bedeutet das, dass fast das, was vorher in dir gesteckt hat, das darf jetzt nach außen dringen. Es wird jetzt sichtbar. Du wirst jetzt auch mal offen aggressiv. Du rastest vielleicht auch mal aus, verlierst mal die Geduld. Und jetzt ist wichtig, dass du weißt, das hier ist meine Heilung. Das ist meine Entwicklung. Das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange, weil ich will nicht auf Dauer dauernd ausrasten oder die Nerven verlieren, aber es ist besser, es ist ein Fortschritt, es steckt jetzt nicht mehr in mir und es wird jetzt auch nicht mehr zu einer Krankheit oder irgendwas werden. Okay? Und dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, deine Grenzen zu kommunizieren und auch zu durchzusetzen und dass die anderen wissen, woran sie bei dir sind, dann verschwindet die Gereiztheit und du wirst ausgeglichen, du wirst harmonisch. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn du mir vorstellst, die kleinen Hunde, die am meisten Angst haben, die kläffen am lautesten. Und die großen Hunde, ja, die brauchen nicht so laut zu bellen, weil die wissen sowieso, dass ihre Grenzen gewahrt werden. Die haben nicht so viel Angst vor Verletztheit und übergangen zu werden und all das. Okay? Und so kannst du es dir bei dir eben auch vorstellen.